Wer hat die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss geklaut? Ja, ich habe hier ein paar mehr Früchte liegen, weil ich gestern einfach mal Lust hatte, ein paar mehr Früchte einzukaufen. Aber für dieses Rezept brauchen wir nur Bananen. 3 bis 4 Bananen öffnen, klein schnibbeln, ohne Schale in eine Schüssel geben. In den Gefrierer stellen. 3 bis 4 Stunden später wieder herausholen. Und die gefrorene Banane in den Mixer geben. Ein bisschen Hafermilch hinzu oder eine andere Milchsorte, wirklich einen ganz kleinen Schuss Milch. Und mixen. Ein bisschen umschaufeln, damit der Mixer nicht durchdreht. Und diese cremige Masse bestaunen. Als Topping habe ich einmal Blütenpollen, Chiasamen und Zimt. Ja! Diese 3 Zutaten habe ich zusammengemixt und auf das fertige Bananeneis gestreuselt. Sieht das köstlich aus. Noch ein bisschen verzieren und fertig. Lecker. Hier siehst du nochmal die Nährwertangaben für das gesamte Eis. Chiasamen hatte ich als Topping, haben sehr, sehr viel Eiweiß, 18 Gramm auf 100 Gramm. Aber die Blütenpollen haben genauso viel Eiweiß auf 100 Gramm, aber deutlich weniger Fett als Chiasamen, nur 7 Gramm.